Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind hier in einem Funhaus. Ihr seht schon, es ist sehr lustig hier. Die gute Ella müsste mir mal helfen, meine überladenen Dingens da zu tragen. Also meine Sachen, würde ich sagen. Alter. Warte mal. Ey! Das ist ja unglaublich. Hallo? Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Geht das auch? Ja, Gott sei Dank. Mit der Pfeiltaste geht's. Ja. Ich wollte sagen, Sie sollen mir tragen helfen. Das ist mir gerade nicht geglückt. Ja, wir haben nämlich schon recht viel Kraffel gesammelt. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich eine ganz schöne Menge. Und, wie gesagt, sie hilft mir da jetzt zu schleppen, zu tragen. Ja, wir Frauen teilen uns das, diese Last. Ja. nein. Und, da. Das Zeug kann sie auch haben. So. Eine Melone. Achso, ja, stimmt. Der Hut heißt ja auch Melone. Stimmt. Stimmt. Muss ich nur aufpassen. Das kann ich ihr nicht geben. Ich glaube, das geht noch. Das hier. Wobei das echt coole Sachen wären, ne? Das alles hier. Das ist halt echt. Das wäre echt nicht schlecht, das anzuziehen, ne? Und dann hält man noch ein paar Waffen, die wir ihr gleich geben können. So. Habe ich jetzt wohl kein Mist gegeben? Was bist du? Nein. Alles gut. Das Kampfmesser, die kann sie haben. Das. Den behalten wir mal zur Sicherheit. Den kann sie haben. Die kann sie haben. Ja, das eigentlich auch. Und so passt es schon. Ja, sind wir schon ein bisschen leichter. Aber nur ein bisschen. So. Ich weiß jetzt nicht, verdammt, welcher Raum das jetzt war. Was ist das jetzt du? Oh, also wirklich. Klo waren wir schon. Du machst das super. Ach, halt doch die Klappe. Da drin waren wir auch. Da drin. Da, genau, da geht's weiter. Da drin waren wir, da drin waren wir. Das heißt, hier geht's dann. Oh Gott. Was bitte ist denn? Halt! Was bitte ist denn da passiert? Oh, ruck. Bemalter Ghoul. Oder es könnte doch sein, dass es hier weitergeht. Achso, von da sind wir gekommen. Ich bin ein Trottel. Entschuldigung, passt schon. Von da sind wir hergekommen, tun. Aha. Das ist eine Wand. Freilich. Eine Wand. Ja, genau. Was? Ah, schon wieder mit dem scheiß Gas da. Ja, ja. Sprühe nur. Arschkopf. Ja. Eine Babyrassel. Ja, die nehmen wir dir mal weg. Die Babyflasche nehmen wir dir weg. Verbranntes Wirtschaftsmagazin. Ja. Der Typ hat einen sonderbaren Humor. Was haben wir hier? Was? Scheint etwas zäher zu sein als die anderen. Aber nicht viel schlauer. Danke. Was war das dann? Du suchst das Funhaus Hackel? Was, echt? Da geht's weiter? Scheiße. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sind einfach zu viele Gänge. Nehme ich doch die anderen... Also den anderen Weg zuerst probieren sollen. Der ist echt so höflich, dass du schon wieder ins Gesicht schlagen könntest, den Kerl. So richtig Bitch Slam. Hey, Moment. Der ist ja gestanden, der Depp. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, leider schon weg.
Oh mein Gott. Na, das hört sich ja wieder super an, ne? Das hört sich ja super an. Hast du auch ein Überraschungsei für mich? So mit ein Nuka-Elixier-Rezept. Perfekt. Aha. Elixier. Mhm. Elixier wäre mir lieber gewesen. Aha. Nein, ich will gar nicht wissen, was der für Überraschungen hat, ehrlich gesagt. Die kann er sich gerne irgendwo hinstecken. Herr Penson ist angemeldet. Aha. Systemzugang. Ja. Was haben wir da? Funhaus, Raumkontrollsysteme, Halle der Spiegel. Ja, was wäre da? Systemfehler, Kommunikationsverbindung konnte nicht hergestellt werden. Aha. Was haben wir dann noch? Ja, der hat doch ständig mit uns gequatscht. Der kann das wohl. Flaschi springt. Flaschi springt? Was ist das? Systemfehler. Ja, ja, haben wir schon verstanden. Wahrscheinlich überall Systemfehler. Hypno-Korridore. Ah, das soll das sein. Aha. Verringere Übelkeit deaktivieren. Nein. Verringerte Übelkeit aber nicht deaktivieren. Das lassen wir so. Wahrscheinlich da ein Drehraum. Achso, das ist... verstehe schon. Dort, wo die Möbel an der Wand geklebt sind. Drehen, Boden ausschalten. Drehenden Boden ausschalten. Ja. Der da drinnen. Ja, ja, das passt schon so. Das machen wir gern. Dann haben wir das hier schon fertig, nicht wahr? Ja. Ja, dann gehen wir da raus. Da schalten wir gleich alles aus. Ich hoffe, das schaltet sich wieder ein. Benutzeraufzeichnungen. Aha. Hermann Penson ist angemeldet. Das Leben im Pfannhaus. Schön. Nachdem die Gruppe sich im Park ausgebreitet hat, ist Bradley überglücklich. Wir ziehen ins Funhaus. Da gibt es jede Menge Platz. Aber in jeder Erinnerung, die ich daran habe, wurde jemand schlecht vom Fiddledrehen. Ach, schön. Wenigstens hat er was zu lachen. Es ist einfach schön, viel zu schön, genau. Es ist einfach schon viel zu lange her, dass ich ihn mit einem so breiten Lächeln im Gesicht gesehen habe. Ich glaube nicht, dass es ihm bewusst ist dafür. Dafür war einfach viel zu viel los. Aber er hätte im letzten Monat die Highschool abgeschlossen. Ich weiß, es ist eigensinnig, aber irgendwie bin ich nochmal glücklich, dass der Angriff hier passiert ist. Denn so habe ich meinen Sohn bei mir, in Sicherheit. Na schön. Wunderbar, draußen im Sturm. Ich wachte auf und musste feststellen, dass Bradley nach draußen in einen Strahlungssturm gelaufen war, dieser Vollidiot. Er sagte, er halte dieses Leben nicht mehr aus und wenn die Strahlung uns umbringen würde, wolle er lieber schnell sterben. Ich weiß nicht, ob er jemals wissen wird, wie sehr mich seine Worte verletzt haben. Zum Glück scheint ihm der Sturm nicht das Geringste ausgemacht zu haben. Wie geht das? Ganz im Gegenteil. Der Knöchel, den er sich letzte Woche im Drehraum verstaucht hatte, scheint in kürzester Zeit geheilt zu sein. Vielleicht macht uns die Mutation, die wir den ersten Stürmen verdanken, immun gegen Strahlung. Ich danke Gott dafür. Ach, naja, ich bin mir da zu sicher, dass der Garn jetzt zu einem Supermutanten mutiert ist, ha? Beim Angriff ausgerastet. Großartig. Irgendwie bin ich beim letzten Angriff auf Kiddy Kingdom ausgerastet. Ja, nur irgendwie, rein zufällig. Vielleicht war es meine aufgestaute Wut über Bradleys Flucht. Jedenfalls habe ich einem der Angreifer während des Angriffs ins Gesicht gebissen. Was? Zumindest behaupten das alle. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nachdem der Angriff anfing, ist alles verschwommen. Meine Güte. Ja, meine Güte. Und ich habe auf einmal so großen Hunger. Ich habe heute bestimmt schon 20 Kartoffeln gegessen, aber die haben mich nicht satt gemacht. Verflucht. Warum bin ich so hungrig? Ich will... Wie viel? 978.097... Oh. Kein Supermutant. Ein Ghoul.
Daraus sind Ghule geworden. Wahrscheinlich die, die jetzt bemalt sind. Oder, ja, Diese neue Gruppe ist anders. Ich bin seit Jahren nicht hier gewesen. Nicht seitdem Hermann sich verwandelt hat. Er ist immer noch auf diesem Terminal angemeldet. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal mit ihm geredet habe. Vielleicht hat Rachel recht, dass wir losziehen sollten, um ein Heilmittel gegen die Krankheit zu finden. Wie auch immer, die neue Gruppe von Psychos, die sich in Nukatown, USA niedergelassen hat, unterscheidet sich deutlich von den letzteren. Die Typen sind stärker und aggressiver. Sie haben uns bis ins Funhaus zurückgedrängt. Da bin ich seit Jahren nicht gewesen. Ich sollte es lieber als Rückzugsort einrichten. Sieht ja nicht so aus, als würde sich diese Banden leicht vertreiben lassen. Ich hoffe nur, dass unsere Verteidigung sie uns so lange vom Hals halten kann, bis wir ein Heilmittel gefunden haben. Ja, scheint nicht wirklich funktioniert zu haben. Huch, das war zu früh. Na, das wollte ich nicht. Da haben wir noch was. Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen? Na, um Gottes Willen, das bleibt schon offen alles. Alles offen. Alles offen. Tag der offenen Tür haben wir. Ja. Wir können eigentlich sagen, das Spiel der offenen Tür. Ein Basketball. Was ist mit besseren Tage? Was meinst du? Du musst Macken deutlicher sprechen. Ich dich nichts verstehen. Liebe Edda. Ach so, da kommt man hin. Ach so. Sicherheitstürsteuerung, jawohl. Tür öffnen bitte. Türen werden geöffnet, sauber. Passt. Aber da waren wir auch schon. Passt, da können wir kehrt Marsch machen. Da wäre ein schönes Bettchen mal zum Ausschlafen. Sollen wir ausschlafen? Ich schlafe mal eine Runde. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Erfahrungspunkt. Eine Stunde reicht. Oh, boah, ist das angenehm. Na, da gibt's nichts. Ich dachte, ich kriege da einen Bonus. Nein. Das wird dann halt mit Bettgeflüster wird's gehen, ne? Wenn wir einen Burschen oder eine Dame mit hätten, in die wir verknallt sind. Ich brauche Licht. Ich habe vergessen, Licht einschalten. Entschuldigung. Licht, es werde hell. Lala. Gut, da ist dann nichts mehr, bis auf hier. Die Oberverwertbank hat enormes Potenzial. Nicht einmal Jackson hat es geschafft, alle möglichen Kombinationen herauszufinden. Aha. Wo bin ich denn jetzt? Da. Naja, vielleicht gelingt es ja uns. Ah, die Kette. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Großartig. Das ist jetzt aber nicht so klasse, weil... Türe öffnen. Gott sei Dank, es dreht sich nicht mehr. Haben wir da auch wirklich alles gelootet? Jetzt kann ich mir das mal anschauen. Na, scheine Dinnergabel habe ich übersehen. Okay, die Tür war's. Und die da. Kann ich mir das irgendwie merken? Keine Ahnung. Ich mache da mal alle auf. Da gibt es nämlich ein paar Bereiche, die habe ich mir noch nicht angeschaut. Der da zum Beispiel. Ah, was zum Teufel? Achso, der Gang wird immer kleiner. Ich verstehe schon. Ist überhaupt ein... Achso, das war so eine Glaswand. Achso, so ist das gemeint. Da ist nichts. Haben wir eigentlich eh nichts versäumt. Aus davon, dass wir kommen. Was? Na, dann schau. Ich glaube, dass das sowas geben tut. Dann haben wir da echt nichts versäumt. Ich bin entzückt. Wirklich wahr, ich bin entzückt. Schön, dann hätten wir eigentlich hier quasi den ersten Raum. Also den ersten Dungeon, so muss ich schon sagen. Den haben wir ja dann jetzt eigentlich geschafft. Dann gehen wir raus. Das ist ja toll. Mein rechtes Bein ist schon wieder kaputt. Ja, das ist nicht so schön. Ach ja. Macht ja nichts. Wir haben ja eh genügend Schrott.
Die werden wir dann in Sanctuary Hills, werden wir das schön reparieren tun und dann passt das. Na? Lädt? Ja, lädt. Gut. Ja, schön. Und es regnet schon wieder. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt muss ich wieder kurz mal in die Questline schauen. Hinter uns. Hinter uns. Da drüben. Jetzt müssen wir da quasi einen Bogen machen. Oder? Wir kommen darauf. Warte mal. Boah. Aha, das sind haufenweise Blumen. Was? Ah, da steht hier jemand. Geäter, das wäre jetzt aber nicht Not gewesen. Echt. Also das wäre jetzt echt nicht Not gewesen. Wo ist denn der? Wow! Servus. Passt. Da ist ja noch einer. Yes, halt. Servus. Schau, kriegst du auch was ab. Jawohl. Huch, passt. So. Noch mehr? Na. Ich glaube, die Bruderschaft ist schon unterwegs. Die Äther haut schon ab. Was? Was? Ja, ja. Tschüss. Zwei nebeneinander. Das war, glaube ich, jetzt leicht buggy. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen umschauen. Und die hübschen Blümchen hier einsammeln. So wie die da und die zwei da drüben. Ist der Pilz da auch was wert? Ich glaube nicht, oder? Hui. Hui. La 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 la. Blümchen. La 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 la. Blümchen. La li la la la. Blümchen. Du bist auch ein Blümchen. Habe ich dich schon gepflückt? Nein. Nichts gepflückt. Oh, ruck. Ah, da glaube ich, ha? Sind wir da richtig? Ich hoffe doch. Blümchen. Was? Aha, da drüben ist einer. Was? Das sind wir nicht. Ja, ja. Gehen wir schlafen. Ist noch einer? Da drüben. Ich hab dich schon gesehen. Was? Das. Obwohl, doch, das hat gereicht. Ich wollte schon sagen, gibt's eine. Ich wollte schon sagen, dass nichts sein, nicht können sein tut. Gib her da jetzt noch. Ah, da ist ja noch einer. Ja, schau. Und tschüss. Oh. Will noch jemand? Ja? Was? Nein. Pferdchen. Boah, diese radioaktive Strahlung, die ist halt auch ein bisschen heftig noch. So. Was haben wir hier noch Tolles? Naja, nicht wirklich viel Tolles, ne? Hier irgendwas? Na. Das sind alles Sachen, das was sowieso nicht hinhauen tut. Aha, das sind die wieder. Ach, da mal mitfahren, oder? Das wäre auch lustig. Wahrscheinlich, wenn ich mich reinsetze mitsamt der Bauerrüstung, geht gar nichts mehr. Ja, ja, hör auf damit. Dann schauen wir doch mal hier rein, oder? Vielleicht ist das hier ja ein neuer Dungeon. Naja. Boah. Himmelsseiten. Was? Was war denn das jetzt? Hast du das? Ah. Da.
da. Ist ja nicht zu fassen, oder? Stellen die da einfach mal Raketenwerfer auf. Ah, schau, ein Gulilein. Warte, lass mich mal aufstehen. Und jetzt klick aufs Huscheln. Ja. Oder auch nicht. Aber, na. Weg, da. Passt. Laden. Na, was tust du denn? Was denn mit dir, Alter? So. Aha, du bist ein bemalter Ghoul. Würdest du... vielleicht... hallo? Du sollst den angreifen, Mädel. Reicht noch immer nicht. Das gibt's ja nicht. Aber jetzt ist er hin, oder? Na bitte. Der braucht echt 5 Schuss. 5 hat er jetzt, glaube ich, gebraucht. Oder 6. Ist ja übel. Blechdöschen. Ich muss mal was essen. Sehe ich gerade. Und ich lade lieber wieder meine Waffe auf. So. Passt. Aber dieser radioaktive Nebel ist halt schon was Lästiges. Das muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das hier echt eine coole Gegend. Was? Achso, ich dachte schon nichts. Was? Da ist einer. Verbrannter, bemalter Ghoul. Ah. Gleich doppelt. Au! Du Ungustel. Ah, weg mit dir. Wie viel? 109? Hey Edda, das waren meine Erfahrungspunkte. Boah, die hat den zerlegt. Ja, ist eigentlich nicht so schlecht. Da ist ja noch einer. Oh ja, schau. Boom. Und tschüss. Nimmt die mir einfach mal meine Erfahrungspunkte weg. Edda, das war nicht nett. Na, wirklich nicht. Picknicktisch. Ja. Sitzen wir, geht auch nicht. Was ist denn mit dir passiert? Naja. Wie kann man nur so sterben? Ja, ab und zu läuft es halt blöd. So, nehmen wir das da auch mit. Was haben wir hier noch Schönes? Das nehmen wir alles mit. Ja. Ja, das sowieso. Und dieses und jenes. Und den Deckel auch. Das nehmen wir mit. Scheint zu passen. Ah, ein Tresor. Den öffnen wir doch gerne. Den öffnen wir doch gerne. Das machen wir geschwind. Ohne dass die Haarnadel bricht. Ja, 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 weil wir sind ja die Profis bei sowas. Oh ja. La, 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 la. Was, so spät ist schon? Ich dachte, es wär gerade mal kurz nach 8. Oder zumindest... na, dürfte schon eigentlich 8:30 sein. So. Wohin nun? Da geht's nicht weiter. Vielleicht da drüben. Vielleicht da drüben, da drüben, da, da. Steh auf. Ja, brav. Und kannst gleich wieder hinlegen. Tschüssi. Ich mag die Waffe. Ah, du bist nur ein wilder Ghoul. Was bist du? Auch nur ein wilder? Oh, das ist ja gerade Verschwendung. Naja, was soll's. Da ist wieder ein Bemalter. Ist ja logisch, ne? Na, Edda, Edda. Na, jetzt würdest du den angreifen tun. Ich muss echt schauen, dass die Ausdauer sich schneller regeneriert. Das dauert echt zu lange. Den nächsten Skillpunkt, den man nicht unbedingt für was Wichtigeres braucht, der muss unbedingt dort rein. Doch, aufladen tun. Wo ist denn der Wilde? Bist du das? Bist du der wilde Ghoul? Ja, den hat es wieder mal irgendwo hingeschleudert. Weg, weit weg. Boah, die Strahlung ist aber schon heftig. Jetzt müsste ich schon bald diese Köterkeule da essen.
Ja, es ist schon gut. King Colas Castle. Aha. Mein liebes Volk, ich bin King Cola Castle. Nein, ich bin King Cola und lebe in meinem Castle. So, ja. Und hier ist alles voller Stacheldraht. Das muss so sein, damit ihr Pöbel es nicht wagt, hierher zu kommen. Ja, genau. Und tschüss. Ja. So macht man Ansprachen heute. Ja. Darum gibt es ja so wenig Könige, Königinnen, Kaiser, weil sie alle falsche Ansprachen machen, ja? Die brauchen nur mich zum Vorbild nehmen und schon sind sie der Star. Na, das ist natürlich nur alles Spaß. Ach so, ein Turm. Ja, super. War das jetzt überhaupt richtig? Hätte ich nicht zuerst nach hinten klubschen sollen? Aber wenn es nur ein Dümchen ist, müssen wir eh schnell wieder rauskommen können. Oder es geht eben weiter. Oh Gottchen, eine Werkbank haben wir da? Ist das ein Bügelbrett? Ich glaube, ich spinne. Sowas gibt es auch noch heutzutage. Cool. Also hier halt, ne? In Wirklichkeit gibt es natürlich schon Bügelbretter. Boah, ich hasse Bügel. Das ist ein ich mag Bügel eigentlich nicht, ehrlich nicht. Aber ja. Wenn man hübsch ausschauen will, dann muss man das eben machen tun. So, geht das? Ich meine, es gibt schlimmere Arbeiten, die ich noch weniger mag. Aber bügeln ist so eine Sache, also ich bügel wirklich nur das, was sein muss. Also Sachen, die ich dann für zu Hause anziehe, die lasse ich dann gerne mal aus, wenn ich nicht so viel Zeit dazu habe. Ja. Und da, schau, auf Anhieb. Boah. Benutzer, R. Watkins. Ist angemeldet. Ich heiße aber gar nicht so. Benutzeraufzeichnungen. Aha. Was ist denn da los? Also, ich hab die Rolle. Aha, ein Schauspieler vielleicht. Ich hab die Princess Sherry Rolle. Papa geht davon aus, dass ich ein Praktikum bei den Getränkespezialisten mache. Zumindest habe ich einen Job in Nuka World. Daher kann ich mir mit der Bewerbung Zeit lassen und erstmal ein paar Leute kennenlernen. Ich liebe die Schauspielerei, trotzdem will ich meinen ziemlich teuren Abschluss in organischer Chemie auch für irgendwas nutzen. Das kann man wieder gleich mal falsch verstehen, ne? Mein Freund, der Oswald, weißt du, und die anderen haben eine Party für mich organisiert und sich hinter im Turm total abgeschlossen. Hier im Turm haben sie sich abgeschlossen, ja. Wir waren betrunken und kamen auf diese lächerliche Idee, den Park zu übernehmen, wenn es mit dem Krieg mal richtig schlimm werden würde. Also atombombenschlimm. Wir fanden den Plan richtig gut, aber dann gab es erstmal die nächste Runde Schnaps auf 2077. Aha. Das hoffentlich ein strahlendes Jahr wird. Ja, das wird sehr strahlend. Das wird so richtig grün, Neongrün strahlend. Es geht aufwärts. Wunderbar. Wahrscheinlich haben sie jetzt gerade einen Kater überstanden. Wir haben unsere Verteidigungsanlagen errichtet. Und langsam sieht alles ein bisschen besser aus. Dank meiner Erfahrung bin ich so etwas wie die inoffizielle Ärztin unseres zerlumpten kleinen Haufens geworden. Oswald ist eine große Stütze und hat diese Krise wie ein wahrer Anführer bewältigt. Ich bin so stolz auf ihn. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt eine Frau spreche oder einen Mann. Ist wurscht, ich spreche mal eine Frau. Dass ihr Ärztin sagte, muss es ja eine Frau sein. Ja. Was auch immer dieser furchtbare Strahlungssturm mit uns angerichtet hat, die Auswirkungen sind schlimm und machen. Also manche sterben sogar daran. Ja, ist ganz tragisch. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um allen zu helfen. Aber ich bin eine organische Chemikerin, keine Chirurgin. Ich kann es nicht übers Herz bringen, den Leuten das zu sagen, während sie in meinen Armen sterben. Also behalte ich es für mich und versuche ihnen Hoffnung zu geben. Na schön. Wenigstens gehen sie dann erleichtert ins Jenseits über. Die Plage. Ja, das sind Gelsen, Mücken, mittlerweile sogar rote Schnecken. Ach so, das ist was anderes gemeint. Oh, ja.
Ich meine, meine gute Freundin Fran. Fran, so, Entschuldigung. Meine gute Freundin Fran, die Nanny, ne? Ist der Plage vor ein paar Tagen erlegen und ich bin am Boden zerstört. Oje, oh weia. Dan und Oswald haben sie in einem Haus vernagelt. Vernagelt? Bevor sie jemanden angreifen konnte. Oh, ein Ghoul. Was ich wohl nicht ertragen hätte. Oswald ist die Nacht über hier geblieben und hat mich einfach in den Arm gehalten, während ich geweint habe. Ich wollte mich bei ihm für meinen Zusammenbruch entschuldigen, obwohl ich doch stark sein musste. Aber ich kann Fran seit der Grundschule, ich kannte Fran seit der Grundschule und konnte einfach nicht mehr. Ich hasse diesen Ort. Oh, die Arme. Auf der Suche nach einem Heilmittel. Naja, ich habe keine Ahnung, ob sowas überhaupt möglich ist. Wir haben alles nur Erdenkliche versucht. Jede Option ausgeschöpft. Nicht einmal Oswalds Kräfte können die Plage aufhalten. Es ist nur noch eine Handvoll von uns übrig und uns läuft die Zeit davon. Ich weiß nicht, was uns zuerst erledigen wird. Die Raider, die sich in Nukatown niedergelassen haben, oder die Plage. Das war's. Ich habe alles mit Oswald besprochen. Er wird im Kitty Kingdom bleiben, um für die Sicherheit zu sorgen. Das ist der Oswald? Der Kerl, der uns da so... Kein Wunder, dass er die Raider hasst. Ach so. Naja, er wird im Kitty Kingdom bleiben, um für die Sicherheit zu sorgen, während ich mich auf die Suche nach einem Heilmittel mache. Es war schrecklich, alle zurückzulassen, besonders Oswald, aber es gibt wirklich keine andere Option. Ich werde in den Ort Bradburton in der Nähe des Parks gehen und dort anfangen. Ein hohes Risiko, doch das sich hoffentlich auszahlen wird. Ach, naja, Mädel. Auf der Suche nach einem Heilmittel? Echte Magie? Habe ich das ausgelassen? Entschuldigung. Diese Woche wurden wir bei einem Großangriff bis zum Burgtor getrieben. Gerade als wir uns ins Theater zurückziehen wollten, krochen einige Geplagten aus ihren Häusern und halfen uns. Was? Ich blieb wie angewurzelt stehen, als ich sah, wie den während des Rückzugs der Angreifer von einer verirrten Kugel getroffen wurde und scheinbar tot war. Aber Oswald hat irgendwas gemacht. Aus seinem Körper kam ein Leuchten, das sich wie eine Welle ausbreitete. Plötzlich begann Dan wieder zu atmen. Bitte was? Ein Lichtkönig. Nach dem Angriff sahen wir alle Oswald an, der etwas davon stammelte, echte Magie benutzt zu haben. Die meisten von uns wussten nicht, was sie davon halten sollten. Und ich? Mir ist es verdammt egal, wie man das nennt, aber vielleicht können wir damit die Plage heilen. Auf jeden Fall gab es von mir einen dicken Kuss dafür, dass er den gerettet hatte. Aha. Okay. Die Kleine steht auf ihn, hä? Eine Kochstation. Na super. Na, nicht stecken bleiben. Aber hier ist es echt schön eingerichtet. Da könnte man wirklich eine Party feiern. Ungeschaut, da wirklich war. Dann gucken wir mal doch da raus. Nuka World. Ah, ich depp. Ich war am zweiten Stock nicht um. Ich muss nochmal rein. Nochmal muss ich rein. Oh. Mist. Mist, verdammt. Entschuldigung, Edda. Ich muss da nochmal rein. Da. Ich war da oben nicht. Da. Böse Zocki. Ich weiß. Ja, Licht. Gut. Da, eine Karotte. Siehst du? Das braucht man zum Überleben, bitte. Da. Und so. Und so. Ja, sauberes. Wie war das? Jeanskleid? Ein hübscher Spiegel. Ja, das war jetzt überlebensnotwendig. Dafür musste man nochmal rein. Ja, sicher. Werd schon sehen. Das brauchen wir alles noch. Zum Ausbau von Sanctuary Hills. Ah, oder einer anderen Siedlung.
Ich weiß auch schon, welche wir dann angehen werden, oder die ich gerne machen möchte, wenn wir Sanctuary Hills so gut es geht fertig haben. Und zwar gab es da eine Siedlung mit dem Austin Powers Roboter, wie ich ihn gerne nenne. OB Hate, wie hat er immer gesagt? It's groovy, so glaube ich, ne? Sagte das nicht Austin Powers auch? Ich weiß es nicht mehr. OB Hate sagt er immer, das weiß ich. Mir kam vor, It's groovy, hat er auch gesagt. Kommt mir halt vor. Wahrscheinlich vertue ich mich da, ist ja wurscht. Für mich ist er der Austin Powers Roboter. Und dort möchte ich gerne die Siedlung ausbauen. Naja, ich brauche da noch was. Was? 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 Was bist denn du? Eine Kakerlake. Das war's mit dir, Kakerlake. Drei Erfahrung? Dein Ernst? Du Viech. Echt. Drei. Naja. Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. So schaut's aus. So schaut's aus. Ein Aschebecher. Aschenbecher. Becherasche. Eine Becherasche ist das. Was ist da? Zigaretten? Ja. Zwei Schachteln. Jawohl. Einem Schmuggler würde da schon fast das Herz aufgehen. Oder einem Raucher. Ja. Ich bin eigentlich immer nicht Raucher gewesen. Bin es eigentlich immer noch. Was? Ja, sei still. Ich bin immer nicht Raucher. Schon seit immer. Ich habe noch nie eine probiert. Ich muss aber auch sagen, ich habe geschwindelt. Damals in der Schulzeit, ne, wenn ich rauchte, da war nicht im Team sozusagen, ne? Da gehörte nicht dazu, bitte rauchen. Das war wie ein Ritterschlag so auf die Art, ne? Das musst du machen. Das machen alle und du musst es auch machen. Aber puh, ich schwöre, ich konnte nicht. Das war für mich. Ja, ne? Ich bin der Profi, was das betrifft. Für mich war das immer. Ich will keinen beleidigen, aber das für mich war das einfach nichts. Für mich war das einfach ungut. Allein die Kleidung, wie sie dann immer gerochen hat, da hat es schon gereicht, wenn du in ein Lokal rein bist, ne, für 5 Minuten. Du hast gerochen, als wenn du einen ganzen Abend in der Disco verbracht hättest oder so, ne? Und ich mag den Geruch halt einfach nicht. Oder den Geschmack. Zigaretten sollen ja irgendwie schmecken. Ich nehme an, so wie Kaffee. Also die unterschiedlichen Kaffeesorten. Und es tut mir leid, aber für mich ist das leider nichts. Nein. Selbstverständlich, ich habe nichts gegen Raucher. Keine Frage. Also. Auch wenn sie mir dann dafür oft ins Gesicht pusten, was mir schon passiert ist, lasse ich einen Raucher schon eigentlich in meiner Anwesenheit rauchen. Wie gesagt, zur Belohnung pusten mir halt dann die Raucher ihren Rauch ins Gesicht, weil ich ja Nichtraucher bin. Nicht alle, aber das eine oder andere Mal ist es mir leider schon passiert. Zum Dank einfach mal ins Gesicht gepustet. Dann bin ich halt 1-2 Schritte zurück und der Raucher hat gleich mal gegrinst bis zu die Ohren nach hinten. Ne? Ja, nein, da war keine Lausbubenartige Absicht dahinter. Nein, nein. Übrigens, Lausbub, für den Fall, dass das für einige von euch kein wirklicher Begriff sein sollte. Wir Ösis bezeichnen einen Lausbub als einen Schlingel. Also ein Kind, eigentlich waren es früher immer Jungs, weil die Mädchen waren ja immer brav und gehorsam erzogen. Die Burschen, die immer diese kleinen Streiche gemacht haben, ne? Also was weiß ich, irgendwann was versteckt oder Kirschen oder Äpfel vom Nachbarsgarten stibitzt haben, sowas ist ein Lausbub. Nicht sowas wie heute, der mit einer Knarre oder mit den Füßen jemanden totrampelt, das ist ein Mörder. Ja, nicht zu verwechseln. Egal wie alt du bist, das ist ein Mörder. Ja? Du Mörder. So, das wollte ich eigentlich haben. Ich werde 2 oder 3 essen. Ich hoffe, das reicht. Der reicht nicht einmal. Ich glaube, ich bin. Ja, dann muss noch mal einer her. Mutter an den Keule. Reicht's jetzt ziemlich?
Naja, könnte ich gerade noch eine vertragen. Ist ja wurscht, nicht alles wegfuttern, wir kriegen sie wieder ab. Auf jeden Fall. Da vorne? Da müssen wir hin, das passt. Ach so. Ja, das stimmt gröber was nicht. Ich glaube, diese Ghule werden dann bald aufstehen und mich versuchen zu verspeisen. Wenn ich auf die Bühne steige, wird's übel. Das glaube ich nämlich auch. Dann wird's, glaube ich, übel. Was? Was tut es gerade? Ach so. Ja. Was? Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Da. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Maske weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Was? Als die Bomben fielen. Wie macht er das? Hat sich alles verändert. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Ein leuchtender Kohl. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Ich bin mir gerade nicht... Was du auch tust. Ich kann meine Freunde... Und wir werden beschützen, was uns gehört. Oswald, du musst leider abnippeln. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Der wilde Gurk ist auch weg. Da! Ist nur mehr er über? Die Äther ist ja unglaublich. Die Äther ist unglaublich stark. Was? Ist jetzt abgehauen? Feigling. Mir leid. So leicht gebe ich nicht auf. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ja. Ein leuchtender Ghoul. Also ein. Ja. Das ist auch mal was Neues. Kein Wunder, dass er die anderen bemalt. Das soll dann ja auch leuchtend ausschauen wahrscheinlich. Kein Wunder, dass er die bemalen konnte. Wenn das seine Freunde sind. Toll. Das ist alles so wunderprächtig. Was? Achso, die Äther geht gleich mal die Gegend anschauen. Sehr löblich, ja, ja. Wir tun das nämlich auch. Kürbis. Ein Buch, aha. Ja. Der Typ muss ganz schön einsam sein. All seine Freunde sind zu normalen Ghulen geworden, ne? Normal und Anführungszeichen. Tut mir fast ein bisschen leid, der Kerl. Aber nur fast. So was Komisches. Bram im Schädel, genau. Genau, ich bin überladen. Das kann ja schon gar nicht anders sein. Äda, ich brauche mal deine Hilfe. Äda, Mäuschen. Mädel. Futter sie. Ich hoffe, sie kommt wieder. Äda, ich muss schleppen. Ich bräuchte mal... Oh, der Part ist zu Ende. Ich bräuchte mal... Oh, der Part ist zu Ende. Schön. Schöner Satz. Ich wollte noch mal dahin gehen. Ja. Ich müsste hier eigentlich abhauen. Ich wollte nur noch hierher gehen und das Zeug hier mitnehmen. So. Weil ich muss mich jetzt nach Sanctuary Hills porten, unbedingt das ganze Graffel hier weg tun. Und dann werde ich einfach wieder uns hierher porten lassen, tun. Hui, Batsch. Und werden dann einfach hier versuchen weiterzumachen. Äda, bitte, kommst du? Äda, bitte. Ich danke dir. So, brav, Äda. Bitte, du musst mir helfen. Ich hoffe, du hast noch Platz. Ja. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Platz zum Schleppen. So, das reicht schon. Gott sei Dank, ich kann wieder laufen. Noch. Aber bald nicht mehr. Haben wir da jetzt alles durchgeschaut? Ich hoffe. Ich werde sowieso wieder hier reingehen und dann... Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch, ne? Haben wir da schon drin?
Na, können wir noch fix machen. Der Part hat eh schon über Länge, ist eh wurscht. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Aber Ada wird mir gleich helfen. Aber schau! Ja. Nuka Berry Rezept. Hm. Das müsste ich auch alles mal kochen probieren. Das geht dann angeblich bei so einem Nuka Cola Dingens Stand. Das sollte das funktionieren. Ich bin gespannt. Das möchte ich gerne nochmal probieren, hey, Ada. Gut, dass du da bist. Ja, tragen. Bitte, schleppen. Ja, einen Raketenwerfer kannst haben, den zweiten auch. Wie viel kann sie denn bitte tragen? Das ist ja heftig. Melone? Das geht noch? Ja, ich meine, das ist unnütz. Muss ja nicht so viel schleppen, aber die Alte kann, also die kann echt da zupacken. Schande, da ist noch ein Raum. Ich will das hier fertig machen mit Ausluten und so. Damit wir hier das alles, boah, wegbringen können. So, Zigaretten, jawohl. Das nehmen wir alles mit. Da ist auch noch ein Teddybärli. Boah. Weiter liest der Zeitung. Weil ist das niedlich? Schau mal. Hihi, ist das niedlich? Alter, warum kann man das nicht aufstellen? Ah, war das gerade niedlich. Nee, schon bald schade, dass wir das nicht so können. Ich glaube, wir sind aber fertig. Ist das jetzt noch ein Lift? Aber jetzt nicht dein Ernst. Außer Betrieb, Gott sei Dank. In dem Fall bin ich jetzt gerade ein bisschen froh. Dann kommen wir hier nie wieder raus. Ich hoffe, es geht halt raus. Nicht, dass wir den Kerl jetzt noch suchen müssen. Na, ich glaube, das passt schon so. Türe öffnen. Ja, ja, müssen wir schon raus. Na prima. Passt. Wieder mit Überlänge. Es tut mir sehr leid. Dafür ist hier scheinbar das Theater abgeschlossen. Ja, und dann können wir in den nächsten Dungeon spazieren. Im nächsten Part. Ich werde aber uns hierher porten dann wieder, also dass wir da anfangen, damit wir auch nichts versäumen. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!